Ja, hallo, hier bin ich wieder, euer Bencake28. Ich habe Stellaris mitgebracht und unsere Veran. Ein Spiel von Paradox. Und ihr holt euch jetzt erstmal ein Käffchen, meine Lieben. Denn es geht weiter. Wir sind dabei, die große Galaxie zu erkunden. Und das geht ohne Kaffee schon mal gar nicht, würde ich behaupten. Und cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, kurzer Überblick für mich. Kurzer Blick in den Outliner. Okay, alles klar. Und dann geht's auch schon los. Ich spiele übrigens nur auf der Schwierigkeitsstufe schnell, um ein bisschen mehr auf die Sachen eingehen zu können, ja? Um den auch den Neueren, die hier zuschauen, einfach so ein bisschen zu zeigen, wie das Spiel so funktioniert. Deswegen spiele ich auch nicht auf der sehr schnellsten Stufe. Ich mag die selber auch tatsächlich nicht gerne. Okay, jetzt ist unser Ressourcenspeicher wieder voll. Da habe ich mal noch eine kurze Frage an die Community. Wenn ihr so Sachen, macht das was aus, wenn man baut, wenn man Ressourcen hat? Hat es einen negativen Effekt? Das würde ich gerne mal wissen. Haut's bitte in die Kommentare. Weil ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll. Deshalb baue ich jetzt hier das ein oder andere natürlich aus. So. Was soll ich mit dem vollen Ressourcenspeicher, ne? Großartig rumhandeln kann ich jetzt auch nicht. So, ich habe einem Konstruktionsschiff jetzt einen weiteren Befehl gegeben. Ich will den Sumpf für uns haben. Ein bisschen mehr Ausdehnung in die Richtung, dass auch die KI weiß, dass ich da Ansprüche stelle. Weil ich will auch dieses Giltari Black Hole mit dem weiteren L-Tor für mich beanspruchen. So, weiter geht es. Terminaler Orbit. Einer der vielen Monde um Ginigan 3 befindet sich auf einem terminalen Orbit. Er wird schon bald mit dem Gasriesen kollidieren, was sicherlich zu einem gewaltigen Einschlagsereignis führen wird. Dieses Ereignis bahnt sich schon seit Millionen von Jahren an. Dass es nun unmittelbar nach dem Besuch eines unserer Schiffe stattfinden wird, ist ein verblüffender Zufall. Viele unserer Wissenschaftler möchten das Ereignis beobachten und aufzeichnen, aber wir haben nur ein kleines Zeitfenster, bevor es zu spät ist. Faszinierend. Da wollen wir gar nicht überlegen, ob wir das machen oder nicht machen. Sofort erforschen bitte. Was für ein aufregender Moment. Ein Mond kracht in einen Gasriesen. Aufregend, da geht's kaum noch. Na, da warten wir noch ein bisschen mit. Gerade überlegt, ob ich da oben jetzt auch noch weiter mich ausdehnen soll. Nicht zwingend notwendig. So, jetzt muss ich überlegen, wie war das, wenn ich jetzt hier hingehe? Okay. Dann geht's. Ja. Aha. Der Archon hat ein Level abgekriegt, okay. Durch die Verwaltungsgebäude können wir auch ein größeres Reich haben. Survey complete. Ja. Ist doch entspannend so Stellaris, ne? Wenn nicht gerade 1000 Pop-Arts auf einmal kommen, ist das eine ganz, ganz schöne Sache. Wie waren das eigentlich mit den Sektoren? Denn durch die ganzen Neuerungen habe ich da auch schon länger nicht mehr reingeschaut. The planets and sector screen provides an overview of all our colonized worlds, their pops and their resource output. As our empire grow. Egal. Ich denke mal, dass ich jetzt hier Grenzsektor lese. Aha, die haben also tatsächlich
keinen Gouverneur. Okay. Muss ich mir gleich anschauen. Viel Kraft aus kleinen Orten. Cool. Als wir die gefrorene Oberfläche des Planeten Saraklis 4, das ist er, untersuchten, sind wir wohl auf etwas Großes gestoßen. Wissenschaftsoffizier Mika spricht von einer einzigartigen bakteriellen Lebensform. Diese verbindet sich mit anderen Individuen zu großen Teppichen, die robust und trotzdem leicht sind, um obendrein als Solarzellen zu fungieren. Letztere absorbieren Sonnenenergie bei überraschend niedrigem Effizienzverlust. Wahrscheinlich ist dies ein evolutionärer Effekt, der jene bevorzugte, die an dem rauen Klima mehr Wärme erzeugen können. Unsere Forscher zu Hause könnten mit diesen Informationen bestimmt etwas Nützliches anfangen. Herausfinden, ob man damit die Energieproduktion steigern kann oder versuchen eine militärische. Nein, wir wollen mehr Energie haben. Okay, den habe ich kurz pausiert, weil ich möchte, dass dieses Forschungsschiff erstmal hierhin fliegt. Dachte, es gibt da wieder jetzt ein Projekt oder sowas. Ah, jetzt kommt was, okay. Unsere Energieentwicklungsforscher haben mit den Proben, die wir ihnen von Saraklis 4 geschickt haben, Fortschritte erzielt. Indem sie die Organismen als Vorlage benutzten, gelang es ihnen, einen neuen Typ von Solarzelle zu entwickeln, der Energie viel effizienter speichert und an unsere Kraftwerken einen Leistungsschub geben wird. Das ist wunderbar. Und das heißt jetzt, der Modifikator verstärkte Solarkraft mit den folgenden Effekten mit hinzugefügt. Energiekredite und Jobs von 5% erhöht. Wunderbar. Special Project complete. Hier haben wir noch ein Spezialprojekt abgeschlossen. Ginnigan 3, ja, auch ganz wichtig. Wir hatten Erfolg damit, die Kollision zwischen Ginnigan 3 und seinem Mond aufzuzeichnen. Das Ereignis wurde aus verschiedenen Blickwinkeln aufgezeichnet und live in unserem gesamten Herrschaftsbereich übertragen. Noch wichtiger aber ist, dass unsere Wissenschaftler unter Führung von Daniel eine große Anzahl wertvoller physikalischer Daten sammeln konnten, von denen unsere Forschung sicherlich profitieren wird. Wunderbar. Wow, 300 Physikforschungen erlangt. Denn hier. Ah ja. Tja, dann machen wir es schneller. Die haben es verpasst. Die Rokari. Survey complete. So, hier haben wir auch eine archäologische Stätte gehabt. Da könnte dann auch ein Forschungsschiff hinkommen und das erforschen. Und es wird auch dieses vielleicht sein. Ich hoffe, dass die Mika nicht gleich auf Schwierigkeiten stoßt, wenn sie jetzt hier reinkommt. Aber normalerweise ziehen sich unsere Schiffe ja auch wieder flott zurück. Da ist ganz schön was los in dem System. Da ist alles ein bisschen langsamer und gemütlicher. Technology discovered. Wir haben eine Forschung abgeschlossen. Ah, die Flottenkapazität von Soldatenschutz wird um 2 erhöht. Und bla bla bla. Neue Forschung. So, die atmosphärische Filterung, die wäre echt gut. Verwaltungslimit natürlich wäre auch echt gut. Da sind lauter gute Sachen drin. Ist das gemein? Koloniale Bürokratie machen wir hier. Da brauchen wir einen Typen, der in Staatskunst gut ist. Und da haben wir auch die eine oder andere Person. Die Frage ist, nehmen wir Bencake oder nehmen wir Leonia raus? Leonia, du darfst mal hier rein. Und in die Dilofo darf dann wieder
Raunes. Er hat ja auch die Fähigkeit Archäologe und ist im Außeneinsatz natürlich besser angelegt, als wenn er zu Hause bleibt. So, dieses Schiff ist jetzt auch soweit erstmal durch. Ich gebe hier mal in dieses trainäre System einen Erkundungsbefehl. Bin ich ein bisschen vorsichtig hier in diesem neuen Bereich. Sie haben einen Anspruch auf das System Saya erhoben. Die geht mir echt langsam auf den Keks. Through the claims interface, we can spend influence to lay claim to star systems owned by others. Having a claim on a system gives us a valid casus belli against the owner, allowing us to declare war for the planet. Der ist auch nur am Schäumen verzogen. Ja, da haben wir jetzt alles gemacht. Gut. Construction complete. Special project complete. Bergbaudrohnen, Arbeitsmoral. Ohne Tradition haben wir freigeschaltet, aber eins nach dem anderen. Die Drohnen sind bemerkenswert effizienter darin, beständig schwindende Mineralvorkommen aus Felsen zu schlagen. Die varanischen Bergleute wegen vermeintlicher Erschöpfung der Vorkommen schon längst aufgegeben hätten. Unsere besten Ingenieure arbeiten bereits daran, die Methoden der Drohnen zur Verwendung in der Varan-Stellarium-Bergbaunetzwerken und Stationen anzupassen. Dies sollte die Effizienz steigern und dabei gleichzeitig den Energieverbrauch senken. Die Tatsache, dass die Drohnen entgegen früherer Annahmen nicht gänzlich stumm sind, ist von geringer Bedeutung. Sie stoßen extrem unregelmäßig Signalpings aus, deren Wellenlänge aber schwer von Störungsgeräuschen zu isolieren ist. Ob noch jemand da ist, um diese Pings zu empfangen, ist ein weiteres Rätsel für die Zukunft. Einfache Beute kann man schreiben. Da können wir mehr Schaden gegen die machen. Wir wissen halt immer sehr besser, sie machen halt einen Drohnenzerstörer oder faszinierende Automaten. Und der Modifikator Technik des Drohnenbergbaus mit dem folgenden Effekt mit den Zukunft Mineralproduktion von Bergbaustationen mit um 10% erhöht faszinierende Automaten. Ganz klar. So, oh, Zeit läuft ja direkt eiskalt weiter. Und die Entdeckung ist immer noch nicht am Ende angekommen. Wir haben jetzt noch zwei Auswahlmöglichkeiten. Der Glaube an die Wissenschaft. Bewohner, mit die in Forschung arbeiten, haben ihren Unterhalt um 20% reduziert. Das ist auch nice. Oder, Produktions- und Forschungsstationen erhöhen. Das ist das Letzte, was ich noch mache. Bewohner, die in Forschung arbeiten, haben ihren Unterhalt um 20% verringert. Noch ein Level und dann haben wir die Entdeckung vollkommen abgeschlossen. Und dann haben wir die Annahme aller Entdeckungstraditionen erhöht die Forschungsgeschwindigkeit um 10% und dann kriegen wir noch einen weiteren Aufstiegsvorteil. Darauf freue ich mich natürlich sehr sogar. The Relics Screen allows us to view and activate our relics and also to enact decisions making use of minor artifacts. Wir könnten sogar die L-Tore oder die Vorläufer noch eins erhalten. Ich glaube, ich mache mal die L-Tore weiter. Die finde ich echt extrem spannend. Die Vorläufer sind weggelaufen. Construction complete. Ja. Und da oben geht schon wieder das Verwaltungslimits-Problem los. Heieiei, das sind immer so viele Meldungen gleichzeitig. Du machst mir erstmal die Bergbaustation, da wirst du eh lang genug für brauchen. Ein Asteroiden-Horchposten. Im ausgehöhlten Teil diesen Asteroiden befinden sich ein kleiner eresianischer Militär-Horchposten. Er ist mit mehreren leistungsstarken Scannereien ausgestattet, die auf Nachbarsysteme gerichtet zu scheinen seien. Keiner der Scanner funktioniert noch und der Asteroid scheint von mindestens einer weiteren Besuchergruppe durchgegangen und geplündert worden zu sein. Interessant. Log updated. Na, dann erforscht das doch mal. Survey complete. Okay. Da ist ein unbekanntes Objekt in dem Gasriesen, wurde festgestellt. Establishing colony.
Und weiter geht's. Jetzt wird auch noch Apophis gerade kolonisiert. Ach so, ja, die Sektoren. Wie ging das denn jetzt? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. So, Planeten und Sektoren. Okay. Sektoreinstellungen. Nein. Ressourcen transferieren. Nein. Bewohner. In the expansion planner, we find near. Tja, das müsste mir. Was ist das hier? Geteiltes Langmenge an Ressourcen, die in der gemeinsamen Nutzung von Sektoren gelagert werden, in geteilte Lagerbestände? Nee. Ich will 9 erstellen. Keine Ahnung, wie das geht. Okay, dann muss ich halt passen. Ich würde eigentlich 9 Sektor erstellen. Aber keine. Aha. Die Lösegeldmafia, gut ausgelegter Plan. Die Piratenbasis ist ziemlich unauffällig, aber trotzdem leicht zu finden. Wenn man weiß, nach was man suchen muss. Aus dem Rückbereich des modifizierten Bergbaukomplexes startet eine Flotte in konfuser Formation. Sie hatten offensichtlich keine Besucher erwartet. Kommunikationskanäle öffnen, die Gefangenen müssen befreit sein. Varanische Gefangene. Hallo nochmal, Archon. Ich vermute, die varanischen Schiffe sind der Grund für den ganzen Aufruhr. Unsere Gastgeber scheinen bereit zu sein, ihre Posten zu verlassen. Wenn wir einfach an Bord gehen, endet das wahrscheinlich für alle Beteiligten übel. Aber wenn ihr ihre Basis direkt angreifen würdet, könnten wir wohl zu einer der Rettungskapsel fliehen. Bitte vermeidet uns beim Abflug in die Luft zu jagen. Nun gut. Okay, er muss jetzt direkt ausweichen. Wir können mal gucken. Das sind diese Typen. Wow, die sind aber schon cool gemacht, diese Schiffe. Da oben sieht man die Waffen von denen. Schauen wir mal kurz uns an. Das sind blinder Schiffe der Reaver-Klasse. Oh Gott, sind die schlecht. Ja, unsere Flotte sollte da so schnell wie möglich hin. Energiesignatur. Die Darwin hat eine merkwürdige Energiesignatur erfasst, die irgendwo tief aus der Atmosphäre des von Erasmadon 4 zu kommen scheint. Sie scheint aus einer Art von Struktur zu stammen, möglicherweise den Überresten einer Orbitalstation. Der atmosphärische Druck aber macht eine Annäherung unmöglich, trotzdem können wir über Scans der einzigartigen Signatur eine große Anzahl wertvoller physikalischer Daten sammeln. Faszinierend. Jo. Gut, dann haben wir den da schon mal. Wissen wir, Epsilon Indy ist unser Piratenziel. Die Frage ist, du fliegst ja mal schön dahin. Colony founded. Eine Kolonie wurde gegründet. Und da ist sie. Wir haben in Dune zuallererst mal auf diesem wunderschönen Mond, der Ilex 3 umkreist, eine Wüstenwelt besiedelt. Die ist mit 14 auch fast so groß wie die Erde. Ist ein Energieplanet, würde ich jetzt mal sagen, mit eher Generator-Distrikt. Ja. Und wie ihr sehen könnt, sind dort tatsächlich Rokari. Ne? Und damit die glücklicher sind, baue ich denen jetzt erstmal ein paar Sachen rein. So, damit unser Ressourcenproblem auch keins wird. Und wir beginnen, diese Welt nun zu kolonisieren.
Construction complete. Ja, es ist so ein bisschen so ein Naturschutzgebiet eher für mich hier, diese kleine Welt hier drüben. Ilex 4a ist jetzt nicht mein Kernziel. Oh, ein Archäologieprojekt wurde abgeschlossen. Wir haben herausgefunden, dass die Erasianer den Horchposten auf dem Asteroiden dazu verwendeten, während der Expansionsphase ihres Reiches benachbarte Zivilisationen auszuspionieren und Angriffe auf sie zu planen. Mit diesen Angriffen erzielten die Erasianer gewaltige Erfolge und wurden schon bald zur dominierenden Macht in diesem Teil der Galaxie. Als sie von den javorianischen Pocken dezimiert wurden, war dieser Horchposten vom arianischen Militär schon lange aufgegeben worden. Ein interessanter Fund. Ups, jetzt habe ich gar nicht gesehen, welche Boote. Naja. Gut, dann hätten wir das auch schon mal abgeklärt. Und hatten diese doch etwas schwierigere Anomalie nun völlig... da waren ja auch nochmal so kleine Space-Amöbas drin. Nun völlig geklärt. Was mache ich jetzt mit diesem Schiff? Naja, wir müssen warten, bis die Klenkenflotte im Heimathafen wieder ist. Das wird noch lange genug dauern. Da ist ja die Crushing Starhunters. Da sind die Klenkens. Tja. Dann schicke ich dich mal ins Nirgendwo, weil was anderes bringt mir ja nichts. Boah, so eine Verteidigungsplattform kostet echt viel. Hat gerade überlegt, ob man da nicht auch eine Verteidigungsplattform mal errichten sollten. Technology discovered. UV-Laser sind jetzt auch noch fertig geworden. Bergbaudrohnenlaser könnten wir auch noch haben. 5100, wir haben mehr. Hyperantriebsstufe 2. Der war natürlich auch alles andere als schlecht. Das mache ich sogar. Ich möchte den Hyperantrieb nur Stufe 2 haben. Aufladezeit vom Hyperraumsprung wird um 25% reduziert. Den hätte ich gern. Hyperraumrouten-Bruchpunkte. So, dafür brauchen wir natürlich einen Partikelspezialisten, den wir nicht haben. Dann macht es einfach Jack Pandora. Das ist so okay. Oh, wir haben mittlerweile die Blessed Clear Empire überholt. Hui, was ist denn das für eine Anomalie? Man hat von größeren Einschränkungen der nicht natürlichen Ursprungsschein. Wo ist denn das? Ja, komm. Dauert es halt ein bisschen länger. Thank you.
Ich guck gerade, ob wir ein paar Blocker wegbekommen. Anomaly detected. So. Bisschen zügiger vorangekommen, dadurch auch. Die Blessed Clear Empire sind ja echt voll die Pest. Anomaly detected. Wir nähern uns langsam der kontinentalen Welt. Ja, ist ja klar. So, den auffälligen Stein tue ich jetzt mal untersuchen lassen von Mika. Das ist schon mal das eine. Dann hier die Asteroidenkollision ist das nächste, was wir machen wollen. Und zwar hier ist, bei genauer Untersuchung haben wir entdeckt, dass ein kleiner Asteroid, der fast gänzlich aus wertvollen Metallen besteht, kürzlich mit dem anderen Asteroiden kollidiert ist. Dieses kleine, aber dichte Metallvorkommen befand sich dicht unterhalb der Asteroidenüberfläche. Nun aber ist es freigelegt und kann abgebaut werden. Ein Glückstreffer! Grauer Schleim. Das war wohl hier. Nach eingehender Analyse hat Offizier Jones herausgefunden, dass die seltsame metallische Substanz, die die Oberfläche von Taunark C4 bedeckt, hier, das ist der hier, tatsächlich aus Milliarden von Naniten besteht. Diese Naniten sind mikroskopisch klein, reproduzieren sich selbst und wurden vielleicht von einer früheren Zivilisation für einen unbekannten Zweck hergestellt. Das Volumen und die Dichte des Nanitenschlamms ist bemerkenswert und fügt dem darunterliegenden Planeten mehrere Milliarden Tonnen Masse hinzu. Es scheint, als seien diese winzigen Selbstreplikatoren irgendwann in einem Zustand außer Kontrolle geratener Reproduktion gefallen und haben durch den Planeten und alles darauf verschlungen. Durch die Untersuchung der Naniten konnte unsere Crew einige aufregende neue Erkenntnisse gewinnen, die uns zweifellos in unserer eigenen Forschung helfen werden. Hervorragend! Und Erkenntnis über das enigmatische Tor erhalten. Plus 1. Was auch immer das bringt. Und eine Technologie ist fertig. Die Baugeschwindigkeit auf dem Planeten wird um 25% erhöht. So. Ah, das haben wir einfach bekommen. Archäologische Stätte. Entdeckt, abgestürztes Raumschiff, was? Aha, Hiegsam, da unten, okay. Gut. Abgestürztes Raumschiff. Durch den gewaltsamen Aufprall eines Raumschiffs wurde eine Art kleiner Canyon auf der Oberfläche gehauen. Was von dem Schiff übrig blieb, befindet sich noch immer auf dem Boden des Canyons. Obwohl der Absturz von Ionen stattgefunden haben muss, scheint das Wrack einigermaßen intakt zu sein. Einige archäologische Expeditionen könnten mehr in Erfahrung bringen. Ja, das klingt natürlich spannend, aber ist noch ein bisschen weit weg für uns. Oder? Vielleicht gar nicht zu bekommen. Ach, die Kelenkenflotte ist endlich da. Und dann machen wir kurz den Monatswechsel. Und dann stoppe ich ganz kurz. Ich schaue mal kurz auf die Uhr. Dafür reicht es noch. Ich darf auch mal bei Stellaris ein bisschen überziehen von der Zeit her. Schiffsdesigner ist jetzt für mich sehr relevant. Wir haben hier einen Haufen Schiffe, die wir ja aufwerten könnten. Und da sollten wir auch mal reinschauen, ob da was dabei ist, was uns interessiert. Ne? Und ich würde sagen, auf jeden Fall. Ist jetzt eine anstrengende Nummer. Ich will es euch trotzdem zeigen. Ist zum Beispiel
Bei jedem einzelnen Modul, das wir jetzt angebracht haben, können wir ja natürlich jetzt Verbesserungen vollziehen und das sollten wir auch tun. Zum Beispiel haben unsere Korvetten noch keinen Fusionsreaktor. Der Hyperraumantrieb ist nicht. Chemische Triebwerke haben wir mittlerweile verbessert. Da haben wir noch nichts gemacht. Und dann ist die Frage jetzt hier nach dem Waffensystem. Der Energiesauger, der Schildschaden macht und schlecht gegen Panzerung ist, den haben wir ja eigentlich so gar nicht. Jetzt gucken wir mal, was der Disruptor macht. Schilddurchschlag und Panzerungsdurchschlag ist immens. Deswegen bekommt er jetzt hier einen Disruptor reingesetzt. Und die bekommen jetzt zwei UV-Laser. Das ist unsere beste Waffe jetzt zum Beispiel, die Schildis. Wir haben noch mehr als genug Energie übrig und können dem Schiff jetzt auch einmal Deflektoren geben. So, damit haben wir die Schildi-Klasse verbessert. Ich versuche es natürlich so schnell wie möglich durchzuziehen mit euch, ne? Das ist ja klar. So, hier auch das gleiche Spiel. Erstmal Fusionsreaktor rein und ein Ionentriebwerk rein. Da haben wir noch nichts Besseres. Da kriegt ihr den UV-Laser in den Flak-Batterie, die bleibt. Ich guck mal, ob wir nochmal... Nee, das geht nicht. Dann kriegst du eine Metall-Keramik-Panzerung. Das ist so okay. Wie sieht's hier aus? Ah ja, das ist wichtig, dass ich das mich wieder erinnere. So, dann die Gecko. Hier auch. UV rein. Und dann gibt es hier auch mal ein paar Schilde. Oder eins. Da haben wir auch noch nichts Besseres. Da erhöhen wir mal die Energie. Ja. So, und dann sind wir wieder bei der Schildi. Gut, dann unsere Zerstörer sind ja nicht mal gerade wenige. Ja, ich bin da so ein bisschen speziell, ne? Das müsst ihr verzeihen. Ich habe da wirklich diverse lustige Ideen immer. So, die haben noch nicht dieses Triebwerk. Mist. Wird's mit dem ich weiß nicht, ich traue mich mit dem Disruptor hier nicht. Das ist eh mehr ein Verteidigungsschiff. Dann machen wir das ganz einfach. Der geht eher vor zum Kämpfen, deswegen ist es so bei dem okay. So, hier machen wir auf jeden Fall eine Veränderung. Der Energiesauger wird jetzt ausgetauscht gegen die Disruptoren. Das ist schon mal das allererste, was ich hier mache. Hier kriege ich auch einen UV-Laser reingeschraubt. Ups, chemische Triebwerk wird gemacht. Und statt einen Nachverbrenner kriegen die jetzt zum allerersten Mal ein regeneratives Rumpfgewebe. Das nutzen wir jetzt einfach aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir wollen, dass unsere Schiffe sich da auch ein bisschen besser verteidigen können. Und entsprechend bekommen ein paar Schiffe aus unserer Flotte dieses Merkmal. Ich lasse die Durchmischung hier noch drin, obwohl ich das ja eigentlich auch verbessern könnte, ne? Das weiß ich. So, das war's. Mehr können wir erstmal nicht machen in dem Bereich. Das heißt, wir haben genug Material, wo wir jetzt verbrutzeln können an unseren Schiffen. Und wir sollten jetzt auch mal vielleicht noch zwei neue Sachen machen. Zum einen hier eine neue Vorlage, eine Verteidigungsplattform wird jetzt mal hier von mir gesetzt. Da hätte ich jetzt auch mal gerne das eine oder andere gehabt. Und diese Verteidigungsplattform, die mache ich jetzt mal so. Weil wir werden die noch brauchen können. Ein Disruptor, ein Plasmawerfer kriegt die noch rein.
Die kriegt einen Energiesauger rein. Ihr seht schon, da ist ein bisschen Abwechslung drin. Und dann kriegt die UV-Laser rein. So, die haben schon das bessere Zeug davon. Die kriegen auf jeden Fall regeneratives Rumpfgewebe rein. Und dann geht's hier los. Front, Schild, Schild, Schild und Panzerung. Das ist eine Verteidigungsplattform. Das nenne ich jetzt einfach mal Schale. Speichern. So, das ist unsere erste kleine Verteidigungsplattform, die wir an Raumhäfen dann errichten können, um zusätzliche Defensive zu bekommen. Hier, um verschiedene Klassen platt zu machen, zu schwächen, habe ich das angebracht. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Die heilen sich auch noch hoch, diese Teile, also das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt nochmal eine neue Vorlage, noch ein Zerstörer. Ich bin echt nervig, ja, das weiß ich. So. Und das ist ein Lurchi, ich weiß, wie das jetzt klingt, ja, kann ich mir das besser merken. Und da wollen wir jetzt natürlich auch das eine oder andere machen. Ich guck mal ganz kurz. In den Artilleriebug machen wir hier mal einen fetten UV-Laser rein. Dann, was kann ich noch machen? In Kanonenheck, ja. Da machen wir auch nochmal was Lustiges. Und zwar nehme ich jetzt hier mal so einen Plasmawerfer mit rein. Ja, Schildschaden ist schlecht, aber Panzerung wird durchdringend und Rumpfschaden ist übel. Wenn es durchkommt, ist es halt vorbei für so ein gegnerisches Schiff. Disruptor, Schilddurchschlag und Panzerungsdurchschlag. Zack, auch noch mit dran gemacht. So ein bisschen eine andere Variante, die ich da spiele. Das kriegt auch ein regeneratives Rumpfgewebe. Und jetzt gucken wir mal hier, was wir machen können. Deflektoren ein bisschen anbringen, ne? Und jed, das geht nicht. Und dann kriegen die Panzerung das gut ausgeglichen. Und schon haben wir ein neues Schiff errichtet, den Lurchi. Und der hat nämlich ganz schöne Wummen da oben drauf sitzen, wie ihr sehen könnt. Und unterstützt halt eben noch mit seinen zwei weiteren Waffen, die hoffentlich nicht den eigenen Geschützturm abschießen. So, speichern. Okay. Kurz, dass es sich aktualisiert. Und dann sagen wir jetzt hier zu dieser Flotte, verbessert dich, das kostet allein schon 390, wie ihr sehen könnt. Da ist einiges zu machen. Wir haben das auch lange schleifen lassen. Wir können uns ja mal merken, gegenwärtig hat die Gelenkenflotte eine Kraft von 1,2k. Ja. Und wo sind die jetzt gerade? Die sind in der Solstation. Wo ist denn mein Lurchi? Warum kann ich den Lurchi nicht machen? Och, da fehlen noch genau 4. Oh, das war gemein. Na, dann wollen wir mal warten. Einen Lurchi wollen wir ja da drin haben. Hm? Survey complete. Super. Und dann geben wir den Baubefehl, dass das am Schluss auch noch ein bisschen stärker wird, unsere Flotte. Das haben wir ja schon gesehen. Das wird jetzt gemacht und das auch. Und schon sind unsere schönen Legierungen, die wir uns angehäuft haben, hinfort. Dass man die nicht zusammenfassen kann, das entzieht sich meiner Logik. Ressourcenspeicher voll. Ist das fies. Construction complete. So, und da geht's weiter. Ein neues Metall. Bei detaillierten Oberflächenscan von Kurus B2A ist ein großer Einschlagskrater entdeckt worden, in denen sich die Wracks mehrerer uralter Raumschiffe unbekannter Bauart befinden. Da es in den Schiffen völlig an Lebensunterhaltungssystemen fehlt, vermuten wir, dass sie entweder ungewöhnlich große Drohnen waren oder von einer Art von künstlicher Intelligenz gesteuert wurden. Interessanterweise bestehen die Schiffsrümpfe aus lebendem Metall, einem äußerst seltenen und anorganischen Material mit vielen einzigartigen Eigenschaften. Dieses Metall kann programmiert werden, eine bestimmte Form anzunehmen. Wenn es beschädigt wird, regeneriert es sich langsam von selbst. Über mehrere Jahrtausende hinweg verschmolz das überlebende Metall der Schiffswrack zu einem großen, extrem dichten Vorkommen, dessen Abbau Jahrhunderte dauern könnte. Das ist wirklich faszinierend. Neues Forschungsoption, lebendes Metall. Gut. Großartig. So, schauen wir mal kurz oben in die Zeit rein, auch in die Zeit der Folge. So, wir haben den 1.10. vom Jahr 2256. Ich habe die Folge mal
absichtlich ordentlich überzogen. Ihr dürft auch mal ein bisschen Stellaris verwöhnt werden. Ja, das war's mit der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen, liebe Soul-System-Bewohner. Und natürlich bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen. Ich wünsche euch eine schöne Sternreise. Bis zum nächsten Mal, euer Bencake 28.